Wen haben wir denn da? So, guten Tag. Oh, hallo. Ach, gelähmt. Beschwörer. Oh, das kann jetzt ordentlich mir auf die Nüsse geben. Ich meine, oh, alte Mantelhaube. Die ganzen magischen Sachen, die Stoffsachen, Entschuldigung, dass ich nackt ausziehen musste, geben nochmal ein bisschen mehr Geld vom... Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, was ist das denn? Clownhauer! Ah, es sieht brutal aus! Stirb! 90 EP, oh Gott! Wow, guckt euch das an! Um Himmels Willen! Sieht aus wie ein Dino! Wie ein ganz schöner Crazy Dino. Ich meine, mit dem Schwert werden wir hier... Oh, Seelensteine. Für irgendwas haben wir die gebraucht. Ich glaube, zum Schmieden. Nein, und jetzt finde ich natürlich einen Destillierkolben. Kurz nachdem wir ihn uns gekauft haben. Und noch ein Kalzinator. Oh, Mann. Ah. Ich frage mich, wer von euch mir extra den Tipp gegeben habt. Oh ja, gehe ich hier rein? Mit dem Hintergedanken, dass ihr ja wisst, dass ich noch Alchemiezeug brauche. Und jetzt habe ich kurz davor mir... Alchemiezeug gekauft. Oh Mann. Stone, du bist wahnsinnig kontraproduktiv. Aber das konnte ich ja nicht wissen. So, hallo. Hallo. Im Laufen. Na? Aber ich muss sagen, ich meine, die geben nur 80 EP, also auch mit normalem Kämpfen wären das jetzt nicht irgendwie so mega die Herausforderungen. Aber, also ganz im Ernst, mit diesem Hammer, der Hammer ist einfach der Hammer! Sorry, ich musste diesen Witz einfach nochmal bringen. Mit diesem Gerät wird der Witz einfach für mich nie ausgelutscht sein. Oh. Ich möchte nicht. So, den zweiten töten wir mal zur Abwechslung mit meinem Hämmerchen. Gut, das können wir wohl vergessen. Weil wir an den Kerl da gar nicht rankommen. Aber wie kommen wir da nach oben? Oh, 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 nein, nein, nein. Puh. Töten will ich ihn trotzdem, da wir jetzt sonst die ganze Zeit in dieser doofen Ruine im Kampf sein werden. Na komm, gib mir noch ein bisschen Mana. So. Fröhliches Schwimmen. Da oben scheint sonst kein Gang zu sein. Doch, da oben ist Herd von Astardoth. Oh, jetzt wird's heiß. Heiß, da steht hier. Heiß wegen... okay. Ich lasse es schon. Ich nehme an, zum Herd geht es weiter nach unten. Oh, hallo. Der liebe Kumpel hier, der ist nicht so gut vorbereitet hier reingekommen. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, es sieht aus wie ein riesiger Dämon. Töte den Beschwörer, damit der Dämon verschwindet. Oh, es ist, glaube ich, Unheilshüter. Was bist du? Warum hältst du so viel aus? Huh. 90 EP nur. Nur 90 EP. Hebe, hebe. Oh, ein Herz. Mm. Unheilsklinge. Macht sehr wenig Schaden. Wie sieht die denn aus? Ist aber eigentlich ein sehr hübscher Zweihänder. Sieht sehr ordentlich geschmiedet aus. Oh, Stone redet über ordentlich geschmiedete Zweihänder, obwohl er gerade eben fast getötet wurde. Huh. Also normalerweise hätte ich für diesen Kampf mir jetzt schnell einen Heiltrank hinter die Binde gekippt, aber das, also, warum? Ach, ich bin doch uneffizient. Ich muss diesen Heilspruch erstmal komplett ablaufen lassen und dann erst den nächsten zaubern. Das ist ja ein Ding über Zeit und wenn ich den jedes Mal überschreibe, dann bringt mir das gar nichts. Man findet ja auch erstaunlicherweise sehr viele Schildtränke und Schutztränke und ich glaube, es ist schon so gewollt, dass man in diesem Spiel auch tatsächlich diese Tränke benutzt. Nicht so wie in Oblivion. Noch einmal Schattengeborene. Geborene nehmen wir einfach mal mit zum Verkaufen.
Alte Holztür. Haben wir noch etwas in diesem Raum? Nein. Okay. Oh, Stimmungslicht. Es ist rot. Feurig rot. Ist das eine Falle oder ein kleines Jump-Rätsel? Also, nicht Rätsel, aber... Ich sage mal... Oh, springen wird auf jeden Fall angeraten. Na, was geht hier ab, hä? Hä? You like that? Hä? Oh. Puh, oh, oh, ach so. No, no, no. Warum kann ich nicht springen? Ich häng fest. Oh, oh, liebe Jesus. Oh, liebe Jesus. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Das hat mich erschrocken. Oh Gott. Du kannst doch fliegen, Mann. Was machst du da unten? Gott! Du... Ruhe da unten auf den billigen Plätzen. Meine Güte. Oh, mein Herz. Ihr wolltet zwar den Feuerzauber öfter sehen, aber ich glaube, bei diesen Kandidaten hier, die sind ein bisschen Resistenz gegen Feuer, wie wir schon vorhin draußen sehen konnten. Oh, wow. Oh, mein Puls. Mein Puls. Mein Puls. Mir wurde auch gesagt, ich soll die Zauber markieren und Rückkehr kaufen. Sehe ich gerade hier in meinen Notizen, so ganz nebenbei erwähnt mal. Aber im Sanktum gibt es die Zauber nicht, wie es aussieht, also werde ich wahrscheinlich mich erst darum kümmern können, wenn wir in Erotin sind, in der Hauptstadt. Ich nehme mal ganz stark an, dass dort die Zauber vertreten sein werden. Mein lieber Stone, ich glaube, es wird langsam an der Zeit, dass du die ganzen Buff-Bücher liest. Löse deine Qual. Ja, wie es aussieht, möchte uns der Autor damit sagen, dass es keinen Weg gibt, die Qual zu lösen. Auch wenn das natürlich als Ratgeber komplett nutzlos ist, nehme ich das mal mit. Und eine Teleportrune da unten. Sehr schön. Oh, nicht so schön. Geh weg. Oh, wow. Wow. Das ging einfach. Ich glaube, die lieben Kandidaten hier, warum sage ich immer Kandidaten zu den Monstern? Ich weiß nicht, woher ich mir diese Angewöhnung auf einmal angewöhnt habe. Aber auf jeden Fall, gegen Feuer sind sie ultra resistent. Davor habe ich das nicht so bemerkt, aber jetzt war das mal überdeutlich, dass so ein Frostzauber Welten bewegen kann. Bei den Monstern, oh, was haben wir da? Na, Unsichtbarkeitstrank, hallo. Lehrbuch plus ein Lehrpunkt, okay. Habe ich den jetzt schon oder muss ich den erstmal lesen? Lehrbuch, 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 Lehrbuch. Ja, da, LP, Lehrbuch. Tschada! Sauber, okay, danke. Leinen... Nehmen wir mal mit, runenverzierte Eisenhandschuhe, das ist nichts Besonderes. Hat aber den doppelten Goldwert vom Gewicht, sogar ein bisschen mehr. Nehmen wir mal mit. Ein Topaz. Ich frage mich immer noch, ob ich die ganzen Edelsteine, die Topaze, mit denen ich auch Equipment verzaubern kann, ob ich die irgendwo verkaufen kann, weil bisher haben die Händler das nicht angenommen. Zumindest wenn ich mich danach umgesehen habe. Oh mein Gott, Stone, diese kleinen Horroreinlagen machen mich total nervös. Entschuldigung! Oh, bin ich langsam unterwegs mit gezogener Waffe. Kann sie jetzt eigentlich schon wieder rausholen, da wir jetzt wieder in unbekanntes Gebiet marschieren. Jetzt. Oh. Steinziegel. Soll ich die mitnehmen? Nimm das! Oh, das war ein sehr enttäuschendes Geräusch. Ich hatte gehofft, es würde befriedigender plumpsen. Ist da was drin? Na, ist da was drin? Ich will es wissen. Nein, sieht leer aus. Vielleicht kann ich es zum Schwingen bringen.
Das schon. Aber es hat mir nur meine Meinung bestätigt. Meine Meinung, ich meine natürlich meine erste flüchtige Beobachtung, dass dieses Ding leer ist. Oh Gott, das ist hier pechschwarz. Ich nehme stark an, dass wir, wenn wir weiter tiefer runter reingehen, dass wir dann irgendwann in den letzten Bereich, in das letzte Gebiet geraten, und zwar in den Herd von Astardorf, und dann kommen wir hier irgendwann wieder raus und dann können wir direkt in den Ausgang gehen. Das würde sehr viel Sinn machen, auch wenn ich sagen muss, dass ich durch das Finden der Teleportrune sehr stark dazu verleitet bin, einfach mal eiskalt, und da haben wir auch schon den Erd von Astardorf, dass ich eiskalt, haha, wir machen Eiszauber, eiskalt, ah, Entschuldigung, dass ich verleitet dazu bin, die Teleportrune zu benutzen und kurz mal rüber zu sausen. Na, mein Freund, hä? Ach, den tank ich weg jetzt. Allem Anschein nach müssen wir den nicht mal wegtanken, da er sehr angenehm und sehr schnell umgefallen ist. Oh, hallo. Genesungstrank, Morgenlufttrank, Magietrank, Nervengift. So ein kleines Nervengift für zwischendurch mal. Das belebt die Sinne. Oder hat auch die entsprechend entgegengesetzte Wirkung. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in dieser Aufnahme und auch in der letzten Aufnahme von Nerim, glaube ich, so oft dieses... Oh, Scheiße! Ah, oh, mein Herz! So, dich habe ich aber gesehen. Oh. So, was wollte ich sagen? Oh Gott, mein Kopf hat sogar angefangen, weh zu tun von dem Schreck. Das ist ja schlimmer als 4. Ah, oh, Kacke. Schweißausbruch hier. Genau, dass ich öfter sage und ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich gut dabei, wenn ich bringe, auch wenn das verdammt unprofessionell ist eigentlich in der Kommentatorenszene. Normalerweise sagt man ja, dass so ein aber oder ja oder irgendwie sowas in der Richtung, wie ich es normalerweise bringe. Auch wenn ich es nicht aktiv gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass das oft professioneller, kann man das so sagen, dass es auf jeden Fall angenehmer rüberkommt als dieses ständige oh, wer bist du denn? Beschwörer Astardorf, hallo! Ich habe gehört, diese Höhle wurde nach dir benannt. Wo schwingst du, mein Freund? Nein, keine Heilung für dich. Yes, ich habe in Kombination gekämpft. Niemand kann sagen, dass ich langweilig gekämpft hätte. Na gut, könnte man schon sagen, aber... Oho, hallo. Kapuze des Novizen, ein weiteres Teil vom Novizen-Set, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es tatsächlich ein Set ist oder nur irgendeine Kluft, die wir finden. Wir müssen nochmal in der Kiste nachgucken, was für Teile wir schon gefunden haben. Aber ja, hier ist nochmal meine Bestätigung, ein Teil des Sets. Wir haben ja schon einige Teile davon eigentlich gefunden. Verschnörkelter Brustharnisch, keine Ahnung, ob das ein Teil von einem Set ist. Nope. Und Straßendiebzeug. Davon haben wir eigentlich jetzt schon fast alles, glaube ich. Bastardschwert des Beschwörers. Nimm mal mit, 140 Münzen wert. Aber dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ist schlecht. Ich denke, wir können dann einfach mal anfangen, hier so Sachen wieder abzulegen, wie die ganzen lederbeschlagenen Sachen. Da, die Beinschienen sehen aber auch sehr schick aus, schön schwarz. Die können wir aber leider jetzt nicht aufheben, also marschieren wir einfach mal geradewegs hier weiter. Und da haben wir noch so einen. Mana! Mana! Okay, also, das lilane Leuchten heißt jetzt allem Anschein nach, dass sie immun gegen Zauber sind oder Zauber reflektieren? Nein, reflektieren nicht. Ich habe eigentlich keinen Schaden bekommen. Aber auf jeden Fall, dass sie immun sind. Denn ich habe die ganzen schönen Frostzauber geschossen und irgendwie hat das den überhaupt nicht gejuckt. Und seinen Freund vorhin hat das ordentlich von den Latschen gehauen. Rot leuchtende Linien im Boden. Ist das hier Kampfmusik? Also das sind die Höhlen von Astardorf und Astardorf habe ich gerade eben getötet. Wo bringt mich das hier hin? Versorgungstor, okay.
denke, das speichern wir am besten einmal richtig. Hier gibt es ja noch einen Gang. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich jetzt hier durchmarschiere, dass er mich sofort raus teleportiert oder anderes mit mir macht. Versorgungstor. Oh. 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 Das Portal wurde geschlossen und ihr habt den Portal-Nexus in euch aufgenommen. Den Portal-Nexus? Hey? Jetzt ist die Frage, ist das irgendein Gegenstand? Portal-Nexus. Also eine Waffe ist es, glaube ich, nicht. Ist es ein Anhänger? Meinen die Buffs damit? Gucken wir erstmal nach den Buffs. Aktive Effekte. Wie das irgendwie... Portal-Nexus. Ah ja, hier. Zauber 40. Holy Jesus. Lebensenergie festigen 40. Okay. Sonst haben wir hier nichts von Portal-Nexus. Nein, wo haben wir noch was? Noch? Nee, nee. Da. Festigen Beschwörung. Okay, okay. Meine Buffs sind so harmlos. Rottenmeister-Set. Festigen Geschicklichkeit. Ein Punkt. Wow, geil. Aber 10 Punkte Beschwörung sind richtig gut. Und 40 Punkte in Lebensenergie. Oh, das ist echt nice. Die Frage ist jetzt, wie lange hält das? Für immer? Ich glaube es nicht. Garantiert sind diese Versorgungstore jetzt nichts Negatives. Sie teleportieren mich auch nirgendwo hin. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Versorgungstor. Sie versorgen uns mit irgendeinem Buff. Ah, und eine Falle. Und ein Nerim-Zeichen, wollte ich sagen. Ja. Oh. Gut, der Sprung hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Tada! Super. Jupp. Okay, bei dem Sprung habe ich versagt. Ich bin nicht gesprungen und habe diesmal keinen Schaden bekommen. Sehr merkwürdig. Gut. Dann würde ich sagen, ist meine Abenteuerlust für diesen Bereich absolut befriedigt. Aber mein Drang, alles zu erkunden, schickt mich nochmal zu dieser Truhe. Okay, aber da war nichts drin. Jetzt stellt sich mir die Frage, wollen wir die Teleportrune benutzen oder wollen wir zu Fuß laufen? Für zu Fuß laufen würde sprechen, dass wir ja erkunden gehen wollen. Ich denke mal, ihr habt die Höhle gemeint. Damit wäre diese Höhle auch erledigt gewesen. Die war schön stimmungsvoll. Ich habe mit dieser Aufnahme schon ein, zwei dicke Lags gehabt. Ach, das war ein Wasserfall da vorhin, das Leuchten, was wir uns gefragt haben. So, und ich nehme schon ein ganzes Stündchen auf. Wow, das ging schneller als erwartet. Ich nehme mal an, diese Höhle hat jetzt sehr viel Zeit gefressen. Aber ich würde mal sagen, als nächstes gehen wir uns auf jeden Fall die Belohnung holen. Wobei, ah, Leute. wisst ihr was? Ich glaube, es ist doch nicht ganz so dringend. Oh, Stone, kannst du dich mal entscheiden? Oh Mann, was ist denn da los? So. Wir haben ja hier direkt in der Nähe einen Kopfgeldauftrag. Also was heißt in der Nähe? Es ist schon ein Stück noch bis dahin. Aber es ist nicht ganz so weit weg. Also wenn man hier sieht, den Weg, wenn ich immer hier vom Sanktum laufe bis hier rüber nach Gilead, da brauche ich ja zu Fuß 5 Minuten für den Weg. Also nehme ich an, das wird hier auch so sein. So. Ein Frostfinger-Magier wird gesucht, der sogenannte Herr Frostfinger. Dann wollen wir mal gucken, habe ich hier irgendwas? Denn es wurde mir schon gesagt, ja, nehme dich in Acht, dieser Typ hat's drauf. Der macht so übel Schaden. Und deswegen will ich mal gucken, wir haben hier schon mal Stille Gift, das ist ganz gut. Damit könnten wir theoretisch einen Pfeil verzaubern, dass wir Stille Schaden machen. Und dass dieser nette Kerl dann erstmal keine Zauber mehr wirken kann. Das ist ja schon mal extrem praktisch gegen einen wundervollen Magier. Aber ich würde sagen, ich reise jetzt erstmal da kurz hin, beschleunige das für euch auch vielleicht ein klein wenig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich da angekommen bin. Ich höre die ganze Zeit irgendwoher irgendwelche Geräusche. Oh, da, hallo.